ihr Lieben, heute möchte ich euch gerne etwas zum Thema Geschwister erzählen. Sicherlich ist auch euch schon aufgefallen, wenn ihr ein Wirbelwindkind habt mit ADHS und ihr habt Geschwisterkinder dazu, die eben nicht betroffen sind, dass es dort oft Schwierigkeiten gibt. Und häufig kommen die Kinder, also die Geschwisterkinder, die eben keine Diagnose haben, zu kurz. Sie stecken immer zurück, weil sie genau wissen, Mami und Papi haben mit dem Geschwisterchen, mit dem Wirbelwindgeschwisterchen schon genug zu tun und sie möchten dann den Eltern das Leben nicht auch noch erschweren. Das ist für das Geschwisterkind eigentlich nicht so schön, weil es wirklich zurücksteckt und zu kurz kommt und alles an sich nimmt, um ja nicht aufzufallen. Sie werden entweder ruhiger oder sie werden total auffällig. Entweder ziehen sie sich zurück oder es geht richtig los. Manchmal haben jüngere Geschwister zu Recht regelrecht Angst vor ihrem Wirbelwindgeschwisterchen, weil sie ja natürlich sehr ungestüm sind. Sie sind lauter, sie sind wilder, sie sind impulsiver, sie können sogar aggressiver werden. Und die Geschwisterkinder ziehen sich dann wirklich lieber zurück, weil sie auch Angst haben. Die Geschwisterkinder beobachten häufig, dass ihre Geschwister mit ADHS Erfolg haben mit ihrem unangenehmen oder auffälligen Verhalten, weil die Eltern probieren natürlich, damit das Geschwisterkind ruhig bleibt oder das Wirbelwindkind ruhig wird, ihm alles Mögliche zu ermöglichen, damit der Kampf möglichst klein ist. Das fällt dem Geschwisterkind auf und dann kann es passieren, dass es sich genauso verhält. Es adaptiert das, was das Geschwister, der große Bruder oder die große Schwester macht, weil sie sieht, es hat Erfolg. Das, was passiert ist, dass die Eltern die Geschwisterkinder beschimpfen und sagen, hör auf und mach mir nicht noch Mühe und du weißt doch, dein Bruder hat das ADHS und du bist doch das liebe Kind. Und somit wird das Geschwisterkind, was keine Diagnose hat, in eine Rolle gestopft. Und das macht es fürs Geschwisterkind wirklich schwierig. Erkennst du eure Familie? Geht es bei euch auch manchmal so turbulent unter den Geschwistern zu? Was passiert denn, wenn sie sich streiten? Die zwei, das Wirbelwindkind und das Geschwisterchen. Wenn es in eurer Familie häufiger turbulent und laut zugeht, Türen geknallt werden, gibt es die Möglichkeit, für jedes Kind einen Rückzugsort zu schaffen. Das kann sein, dass jeder in sein eigenes Zimmer geht. Das kann sein, wenn die Raummöglichkeiten es nicht hergeben, dass gemeinsame Zimmer durch Vorhänge oder Raumtrenner getrennt werden. Es gibt verschiedene Lösungsmöglichkeiten für Geschwister, Geschwisterstreit, auf die wir jetzt sicherlich so auch nicht im Einzelnen eingehen können, sondern das würde ich gerne dann mit euch individuell anschauen. Ihr dürft gerne auf mich zukommen, mal an einem meiner Workshops teilnehmen oder meldet euch einfach und wir schauen uns das an, was zu deiner Familie passt. Vielen Dank und ich freue mich auf euch.